Moinsen, ihr Füchse und Füchsinnen da draußen. Ich bin euer Blaufuchs und ich begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu Risen 2. Wir sind im letzten Part in Takarigua angelangt und wir sind noch ein bisschen, wie sagt man, nackig unterwegs. Wir brauchen erstmal Klamotten und deswegen reden wir jetzt heute mal hier mit diesem netten Herren, der sich hier einen abchillt, und zwar Carter. Der soll wohl Klamotten haben. Stört ihn das, wenn wir ihm den Käse klauen? Natürlich nicht. Wir machen mal auch Folgendes, wenn ich mich jetzt hierhin begebe. Warte mal, erstmal Quick Save, ein F5. Wenn ich jetzt... Wieso kann ich nicht schleichen? Doch. Krog und Proviant. So, guck mal, hat keiner gemerkt. So, jetzt reden wir mal mit Carter. Moin! Bist du hier, um mit dem Gefangenen zu reden? Sowas in der Art. Warum ist der Gefangene denn hier? Warum ist der Gefangene hier? Wir hätten ihn ja zusammen mit den Molukken auf die Felder geschickt. Aber Riley meinte, er ist noch nicht durstig genug zum Arbeiten. Also lassen wir ihn ein paar Tage im Turm schwurben. Ein paar Tage ohne Wasser im Turm? Ich hab gehört, du verkaufst Kleidung. Sagt wer? Pedro sagte sowas. Kann schon sein, dass ich was für dich habe. Wenn du willst, kannst du dir die Sachen ansehen. Ja, zeig mir mal die Sachen. Also, er hat ein altes Kopftuch. Er hat ein Lederhemd. Er hat ein altes Hemd. Und bunte Hose. Ach du Scheiße. Ja, das kostet ja richtig Geld. 100, 150, 75, 150. Lederhemd, altes Hemd. Ach guck mal, das sind aber unterschiedliche Sachen, ne? Also ich kann jetzt hier zum Beispiel nur das alte Kopftuch nehmen. Das alte Hemd. Und die bunte Hose statt das teure, ne? Ach komm, wir nehmen mal die guten Sachen hier. Wir gönnen uns mal. Ende. So, dann mal los. Also, altes Kopftuch, Piraten Nein, darf ich ja noch ich nicht. Ich bin noch kein Pirat. Ich weiß. Dann haben wir hier Lederhemd. Dass ich immer wieder mit Escape rausgehe, weil ich zu dumm bin. Bunte Hose. Stiefel hast du nicht, oder was? Hast du keine Stiefel? Zeig mir die Sachen. Ne, er hat keine Stiefel. Cool. Ja, wer braucht denn schon Stiefel, Alter? Ende. Ja, dankeschön. Da ist er wieder. Das Schwein hat mir meine Sachen weggenommen. Ah. Das ist mein Hemd, das du da anhast. Mein schönes rotes Kopftuch hat er schon verkauft. Meine Stiefel stehen jetzt vor irgendeinem Bett in der Baracke. Und meine schwarze Perle hat er sich selber in sein dreckiges Ohr gefriemelt. Aber dir scheint es ja auch nicht viel besser ergangen zu sein. Haben deine Freunde von der Inquisition dich rausgeworfen? Ich hoffe, die Sache mit dem Lagerhaus ist nicht schiefgelaufen. Ja, die Inquisition kann mich mal. Besser spät als nie, sag ich immer. Und was machst du jetzt? Ich geh zu den Piraten. Du willst zu den Piraten? Hör mal, ich verrate dir was. Bei den Piraten gibt es jemanden, der dir einen Dietrich besorgen kann. Wenn du damit zu mir kommst, zeige ich dir, wie man mit dem Ding umgeht. Okay, abgemacht. Im Piratennest gibt es einen Schmied namens Stone. Der Kerl schuldet mir noch Geld. Er wird dir den Dietrich umsonst geben, wenn er glaubt, dass ich dich geschickt habe. Also sag ich ihm, was? Ganz so einfach ist das leider nicht. Du brauchst entweder mein Kopftuch oder meine schwarze Perle als Beweis dafür, dass du auch wirklich von mir kommst. Okay. Wie komme ich an ein Kopftuch? Carter hat es dem Aufseher Riley verkauft. Der rennt jetzt damit rum. Du wirst ihn schon umhauen müssen, um daran zu kommen. Wenn du es schaffst, ihn zu einem Duell herauszufordern, mischt sich auch keiner von den anderen Wachen ein. Okay. Wie komme ich an die Perle? Verstehst du was vom Taschendiebstahl? Tja, kein Problem. Ich kann dir einiges über das Diebeshandwerk beibringen. Okay. Wie komme ich an die Perle? Das sagtest du bereits. Mach mich zu einem guten mach Dieb. Es ist alles eine Frage des Goldes. Ich will Taschendieb werden. 1000 Gold! Holy shit! 1000 Gold! Holy shit! Okay. Später. Also Taschendiebstahl wird aber wichtig sein.
Okay, deine Stiefel stehen in der Baracke? Deine Stiefel stehen in der Baracke? Ja. Und die Baracke wird bewacht. Aber ich wette, nachts schlafen die Bastarde. Du brauchst also nur lautlos da rein und kannst dich ein bisschen bedienen. Wie das geht, weißt du ja schon. Da drin gibt's bestimmt noch mehr zu holen. Okay. Dann mal tschüss. Ich muss los. Warte! Sie geben mir nichts zu trinken. Die Schweine wollen mich zum Arbeiten zwingen, verstehst du? Du hast nicht zufällig einen Schluck Grog dabei? Na sicher, hier hast du was. Ja, hast du was. Hehehe, sieht so aus, als ob die Inquisition noch eine Weile auf meine Mitarbeit verzichten muss. Du, unter Piratenkollegen, ne, da hilft man sich doch. Ja, gar kein Problem. So. Okay, Carter ist ja halb am Wegdösen, der Junge. Dann holen wir uns gleich mal die Schuhe, ne? Dafür müssen wir eigentlich nur gleich mal kurz irgendwo pennen gehen. Und dann kommen wir nachts wieder und klauen den Kram. Ja, witzig, dass der Typ es bis hierher geschafft hat. Okay. Jo. Was ist hier los? Steuermann. Ist was? Ihr habt euch echt hier hingesetzt, ne? Ich hab euch. Gerade nicht. Ich hab euch nur vorher das ganze Essen geklaut. Das ist ein bisschen das Problem, ne? So. Ich gehe jetzt mal wieder in die Option, denn ich habe das Gefühl, ohne Spaß, obwohl ich das Audio von der Musik wieder runtergedreht habe, ist es jetzt noch lauter geworden. Ich glaube, wir lassen es mal so. Das wird noch ein bisschen hin und her gefriemelt, aber ich finde, die Musik ist schon ziemlich laut. Ihr könnt es mir gerne nochmal in die Kommentare hauen. Wache, Wache, hallo. Nein, jetzt habe ich keine Zeit. Na gut. Wo willst du denn hin? Ich will zu Di Fuego. Ich will zu Di Fuego. Du kannst hochgehen. Cool, das war ja einfach. Danke, ich gehe mal erstmal seitlich rein. Hier kann man pennen. Guck mich, guck, ja, die gucken gerade. Na? Besser, du fasst hier nichts an. Habe ich auch nicht vor, aber ihr steht im Weg, Leute. Ich kann lieber nicht ausstehen, falls du mich verstehst. Leute, ihr seid ja vielleicht dumm. Hier gibt es nichts für dich zu holen. Danke. Ich bin mich doch nur ein bisschen am Umgucken. Roher Fisch. Wie sie alle wie so eine Dackel hinter einem herdackeln, Alter. Hier gibt's völlig nichts zu holen. Ich sehe, bewacht die Hälfte unserer Truppen jetzt ihre Villa, statt sich um die Sicherheit der Kolonie zu kümmern. Mein lieber Kommandant, die Sicherheit der Kolonie ist vollkommen gewährleistet. In Leutnant Roquefort's Bericht hörte sich das nicht so an. Ach, hören Sie mir auf mit Roquefort. Nachdem die Piraten sich auf der anderen Seite der Insel niedergelassen haben, hat er doch tatsächlich vorgeschlagen, die äußere Verteidigung der Kolonie zu verstärken. Wo es doch sein höchstes Anliegen sein sollte, für die Sicherheit des Gouverneurs zu sorgen. Der Hohe Rat hätte niemals... Der Hohe Rat hat mir das Kommando übertragen. Und aufgrund meiner unermesslichen Großzügigkeit habe ich angeordnet, ihr Schiff mit Wasser und Proviant auszurüsten, damit sie möglichst bald weiterfahren können. Ja. Wollen Sie an diesem Ablauf etwas ändern? Ich warte auf dem Schiff. Er hat richtig keinen Bock, Alter. Was für ein Scheißtag. Wohin fährst du jetzt? Wohin fährst du jetzt? Sobald wir unsere Vorräte an Bord haben, fahren wir zurück zur Schwertküste. Alle paar Monate fahren wir Caldera und Takarigua an, um neue Männer mitzunehmen und Sklaven abzuliefern. Ich hoffe, unser Stützpunkt steht noch. Du machst dir Sorgen um den Stützpunkt an der Schwertküste? Du machst dir Sorgen um den Stützpunkt an der Schwertküste? Bisher sind nur wenige Männer und Frauen dort. Wir haben ein kleines Gebiet an der Ostküste gesichert und konnten es bis jetzt erfolgreich gegen die Wilden verteidigen. Der ganze Dschungel ist voll von denen. Wenn wir welche fangen, bringen wir sie als Sklaven hierher. Unsere Waffen sind ihren überlegen. Aber sie benutzen schwarze Magie. Da muss man mit allem rechnen. Schwarze Magie? Ihr bereitet die Evakuierung Calderas vor, richtig? Nicht nur das. Die alte Welt wurde durch den Krieg der Titanenlords fast völlig zerstört. Sie haben die Magie der alten Tempel benutzt, um ihre Titanen zu beschwören. In der neuen Welt gibt es auch solche Tempel. Einer davon steht an der Schwertküste. Nein, keine Tempel. Wir sind da, um den Tempel zu beobachten und zu verhindern, dass jemand seine magische Macht entfesselt. Sonst sieht es in Arborea auch bald so aus wie auf dem nördlichen Kontinent. Ich will nicht wieder in irgendwelche Tempel reingehen, so ich lasse dich erstmal durch. Jetzt reden wir erstmal mit Di Fuego, ist ein ganz netter Typ, ey. Was kann ich für dich tun, Bursche? Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja. Ich komme darauf zurück.
Ich komme darauf zurück. Rockford hat mich beauftragt, den Piraten einen Brief zu überbringen. Dann hast du den Brief bei dir? Ja. Zeig ihn her. Schön. Er ist noch versiegelt. Und das bleibt er auch, bis er seinen Empfänger erreicht hat. Wir verstehen uns. Absolut. Okay. Ich bin neugierig, ihn zu öffnen. Ich brauche Ausrüstung. Ich habe ein bescheidenes Angebot an Dingen, die ich für den Fall bereithalte, dass hier Gäste eintreffen. Ich fürchte, das meiste davon wirst du dir nicht leisten können. Ich hörte, es sind Sklaven entlaufen. Ich bevorzuge die Bezeichnung Arbeiter. Sklaven klingt so unzivilisiert. Wir holen die Wilden aus Aborea und geben ihnen Arbeit, ordentliche Kleidung und ein Dach über dem Kopf. Aber das ist manchen von ihnen nicht gut genug. Sie bevorzugen es, im Dschungel zu hausen wie die Tiere. Schlimmer noch, sie erheben die Hand gegen ihre Herren. In solch einem Fall darf man keine Milde walten lassen. Das wäre schlecht für die Moral der anderen Arbeiter. Daher habe ich ein Kopfgeld auf sie ausgesetzt. Ich bringe die Wilden zur Strecke. Jagen deine Soldaten die Wilden nicht umsonst? Wenn ich Rockford mit seinen Männern losschicke, patrouilliert er ein wenig am Rand des Dschungels herum und kommt dann wieder zurück. Keiner seiner Männer traut sich in den Dschungel. Und was soll ich tun? Etwa selbst gehen? Wie hoch ist das Kopfgeld? Es sind 3 von diesen Wilden. Pro Kopf zahle ich 100 Goldstücke. Da ist ja die Karte schon mal wieder drin, ne? Vielleicht ist das Kopfgeld ja auch einfach ein bisschen zu niedrig, ne? Was willst du damit sagen? Naja, für 200 Goldstücke pro Kopf sollte sich jemand finden, der sich um die Sache kümmert, ne? Und dieser jemand bist du? Ich bring die Wilden zur Strecke, wenn du willst. Exzellent. Ich werde das Gold für dich bereithalten, wenn du zurückkehrst. Für 600 Goldstücke erwarte ich aber auch, dass du mir alle 3 Köpfe bringst. Köpfe? Soll ich die umbringen oder was? Zeig mir dein Angebot. Mal sehen, was er hat. Erstmal verkaufen. Ich kann ihm verkaufen. Ich habe ja so ein bisschen was. Silberpokale. 1, 2, 3. Sonst noch irgendwas Interessantes? Nee, ne? Trank der Klingen. Dieser Trank schärft deine Sinne und Reaktion. Wirkungsdauer 30 Sekunden. Schade, nichts Permanentes. Top, Piratenstiefel. So, kaufen. Was hat er denn? Oh, guck mal, er hat auch eine Hose. Sogar besseres Zeug. Edle Weste war es viel zu teuer. Ein Seidenhemd. Edle Schuhe. Perlenohrring. Ohrring des Duellanten. Perle, Rubin, ja, nicht so spannend. Na, hau mal rein, ne? Ende. Map, damit machen wir die Karte auf. Du besitzt keine Karte dieser Region. Ah, ich glaube, es wird sich schon lohnen, die 100 Dinger da zu investieren, komm. Ich brauche eine Karte. Ich brauche eine Karte der Insel. Nun, ich kann dir eine verkaufen. Für 100 Goldstücke gehört sie dir. Ja, nützt doch nichts. Ja, gib her. Gib mir die Karte. Wo habe ich sie denn? Ah, hier. Ich hoffe, sie wird dir gute Dienste leisten. So, Karte von Takarigua erhalten, guck mal da. Oh, die sieht aber hübsch aus. Richtig in Farbe und bunt, voll schön. Okay, dann werden wir sich wahrscheinlich hier die Piraten befinden, würde ich mal sagen, ne? Gut, das war's dann erstmal. Was ist hier denn los? Moin Leute, ihr müsst doch nicht alle hier rumstehen. Wie soll ich denn hier runterkommen, wenn ihr alle... Oh Gott, ist das nervig, Leute. Ihr müsst nicht immer wie die Deppen hinter mir herlatschen. So, ich geh mal kurz pennen. Bis Mitternacht. Gehen wir nämlich jetzt mal Schuhe klauen, oder? Los auf! Leute, ich bin hier nur am Pennen. Versuch gar nicht erst was zu klauen. Als ob die nicht schon ahnen würden, was ich vorhabe, ne? So, gibt's einen Hintereingang oder sowas? Er ist hier fast am Wegschlafen. Ich guck mal, ob man da irgendwie seitlich irgendwo noch rein kann. Ist auf jeden Fall noch ein Apfel. Warzer Oleander. Es gibt keinen Hintereingang. Das macht nichts. Dann müssen wir halt vorne seitlich rein. Das wird schon gehen.
Man muss halt sehr vorsichtig sein. Guck mal, der ist ja fast am Wegschlafen, der Junge. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Ist okay. Der legt sich da jetzt auch erst hin. Guck mal, der geht auch pennen. Ja, geil. Geht mal schön schlafen, Leute. Du kannst aufhören zu schleichen. Ich hab dich gesehen. Kurz warten, bis sie pennen sind. So, warten wir kurz, bis er sich hingelegt hat, ne? Und wenn er dann schön schlummert, der gute Mann. Dann gehen wir da rein. Kurz Moment, ich kann die Zeit nutzen, eben ein Stückchen Kaffee zu trinken, nicht wahr? So, Paddy, warte mal bitte hier. Warte hier. Warte hier. Gut. Ich weiß nicht, ob Paddy nämlich dann auch als Schleichen zählt. Jetzt kommt er da nicht rein, oder was? Ich dreh durch. Irgendwie hat das Game ein bisschen Probleme. Ich kann jetzt da nicht reinschleichen. Geht nicht. Was ist denn los? Ich komm da nicht rein, Leute. Wie geil ist das denn? Geht nicht. Er weckt mich. Oh, lol. Hau schon ab. Das ist doch kacke, ich komm da nicht reingeschlichen. Geht nicht. Wieso geht das nicht? Ich muss es gleich googeln. Ob es da irgendeine Lösung zu gibt, aber ich komme da jetzt nicht reingeschlichen. Er bleibt an der Tür hängen. Ich kann zwar springen. Das geht, aber das bringt uns ja nichts, weil dann sind die ja wach. Ich kann da nicht reinschleichen. Es geht nicht. Komm schon, geh da rein. Aber vielleicht kann ich reinrollen. Warte mal, das probieren wir mal. Ja, toll. Mich. Sorry. Ich komme auch nicht wieder raus. Hau schon ab. Ja. Geht mal pennen. Okay, warte mal. Ich hab's geschafft. Doch nicht. Oh nein, es geht nicht. Sobald ich über diese Grenze komme, wo die wach sind, bin ich halt schon drin. Das gibt's doch jetzt nicht, Alter. Kann ich nicht nach vorne springen? Versuch mal reinzuspringen. Und dann aber gleich stehen zu bleiben. Nee. Ey, das kann doch nicht angehen jetzt. Ich komme da nicht rein, Leute. Ist das geil. Ja, witzig. Ich weiß nicht, was das soll. Also vielleicht hängt das wieder mit der Framerate zusammen oder so. Wir erinnern uns ja noch an Risen 1, wo Springen beispielsweise ein Problem war. Wenn die Framerate zu hoch war. Ich habe die momentan auf 120 FPS. Ich glaube, ich stelle die gleich mal wieder auf 60. Vielleicht geht das dann mit der Physik besser. Ja, blöd gelaufen. Ich überlege mir gerade mal, ob ich das noch irgendwie schaffe. Aber es geht wirklich nicht. Er geht nicht darüber. Ich habe keine Ahnung, warum. Geil, oder? Ja gut, dann würde ich sagen, machen wir heute eine Minute früher einen Break, weil ich werde das dann jetzt erstmal googeln. Und dann schauen wir mal, dass ich dafür eine Lösung finde. Ist das geil, Mann. Meine Lieben, ich bedanke mich dann bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst es mir eine Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich, wie immer gerne unter Video posten. Und ansonsten sehen wir uns dann gerne gleich im nächsten Part wieder, wo ich dann hoffentlich eine Lösung für dieses Problem habe. Bis dahin, euch viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.